Hallo Leute und willkommen zurück. Also, was bauen wir heute? Logisch, Star Wars. Warum bauen wir das? Weil mir momentan am meisten bei Star Wars einfällt. Ich kann ja auch nichts dafür. Und zwar gibt's ein Baututorial bezüglich einer Star Wars Landeplattform. Warum? Weil es cool ist. Jeder braucht eine Landeplattform. Wo sollen sonst die ganzen Raumschiffe landen, verdammt nochmal? Also, ab zum Basteltisch. Hallo und willkommen am Basteltisch. Heute bauen wir eine Star Wars Landeplattform. Was brauchen wir dafür? Styrodurplatten in verschiedenen Dicken. Chipsdosen, 4 Stück an der Zahl. Also haut rein. Heißkleber. Ein Cuttermesser oder ein Thermocut. Und die üblichen Bastelmaterialien. Außerdem noch Bits oder ähnliche Materialien, die ihr zum Verschönern der Landeplattform benutzen könnt. Also, los geht's! Zuallererst fangen wir mit einer 40x40x2 cm dicken Platte an. Da habe ich mir jetzt erstmal die Maße vorgemerkt. Und zwar markiert ihr euch als allererstes die Mitte, also 20, geht von der Mitte nach rechts und links jeweils 1 cm, macht euch 2 Striche und von jeweils den Außenseiten 1 cm auch die Außenseiten. Das sind die typischen Star Wars Kanten, die man später dann sehen wird. Das nächste, was ihr euch markieren müsst, sind hier bei 5 cm, 15, 25 und 35 und hier unten auch. Und zwar wären das die Schrägen. Und die habe ich 10 cm nach innen gemacht. Also überall bei 10 cm und von der Außenkante wieder bei 10 cm den Punkt markiert, wo er dann hinläuft. So, wenn das Ganze dann ausgeschnitten ist, sieht das Ganze so aus. Und damit habt ihr schon mal die übliche Star Wars Landeplattformform. Und dann kommen wir schon zum nächsten Schritt. Neben uns Pappe, das ist so ein Reststück Pappe, was ich noch hatte. Und schneiden uns hier jetzt die Formen aus, die wir brauchen, um das Landedeck zu bekleben. Und zwar ist das Landedeck ja geriffelt. Und zwar ist das Landedeck ja hier so geriffelt. Das hat ja diese typische Struktur. Die möchte ich aber auch nicht wegschleifen, weil an manchen Stellen möchte ich gerne, dass sie sichtbar bleibt, weil das ja so eine ja, metallische Oberfläche schon sein könnte. Aber die üblichen Landedecks sind natürlich glatt. Deswegen schneiden wir uns jetzt Pappstreifen und tun die dann hier drauf verteilen. Wie das aussehen kann, wäre dann in etwa so. Das ist alles noch nicht festgeklebt, das muss alles noch genau justiert werden. Bewusst habe ich aber leichte Übergänge gelassen von den Metallplatten, dass halt, wie gesagt, hier unten die schöne Struktur dann weiterhin im Nachhinein noch ersichtlich bleibt. So erkennt man schön, dass es einzelne Metallplatten sind, die wir dann noch mit ein paar Nieten so ein bisschen hervorheben können. Wir haben auch kleine Ausschnitte hier gemacht, die das Ganze noch mal ein bisschen, ja, echter erscheinen lassen im Endeffekt. So wirkt es jetzt noch nicht. Wenn das grundiert ist, dann kommt erst diese richtige Optik zum Tragen. So würde das Teil dann grundiert aussehen. Ihr seht, das hat dann schon so richtig schöne Formen, man erkennt die ganzen einzelnen Platten. Die Nieten habe ich noch nicht drauf gemacht, die mache ich jetzt später erst drauf. Und die fertige Bemalung ist es natürlich auch nicht. Wie gesagt, es ist nur grundiert, aber man sieht schon, wo es hingehen soll. Und zwar braucht ihr jetzt die nächste Styrodurplatte. Das ist eine 5 cm dicke Styrodurplatte in meinem Fall.
Und da tue ich mir jetzt Streifen ausschneiden. Und zwar Streifen, die in meinem Fall passt das gerade. Die Platte ist doppelt so lang, wie so eine Chipsdose lang ist. Das heißt, ich schneide mir einen Streifen und mache daraus zwei Teile. Das mache ich zweimal. Also brauche ich jetzt dann zwei Streifen, die ich dann halbiere und habe dann vier Stücke. Das sieht dann so aus. Das ist dann ein so ein Stück, was ich dann ausgeschnitten habe. Um das dann anzupassen, damit das dann die richtige Form hat, habe ich dann schrägen reingeschnitten. Und zwar funktioniert das natürlich am besten mit dem Thermocut. Man kann es auch mit dem Cutter machen. Ist natürlich wesentlich mehr Arbeit. Aber falls ihr einen Thermocut habt, nutzt den. Es tut das Ganze um so vieles leichter machen. Und zwar ist das dann meine Form. Das heißt, ich habe hier erstmal eine Schräge abgeschnitten hier oben. So, erstmal diese Schräge hier abgeschnitten. Und dann habe ich mir den Draht schräg eingespannt und dann durchgezogen, damit ich mir diese Schrägen hier machen konnte. So, als nächstes nehmt ihr euch eine Chipsdose. Offene Seite nach unten. Da legt ihr das breiteste Stück an. So in etwa. Und malt die Form ab. Die müsst ihr dann ausschneiden. Wenn ihr die ausschneidet, sieht das in etwa so aus. Und dann könnt ihr jetzt dieses Teil einfügen. So. Und schon haben wir diese Form hier. Sieht doch gar nicht schlecht aus. Das Ganze muss natürlich noch befestigt werden mit Heißkleber. Noch ein paar Kanten verschönert. Aber ich finde die Grundform schon ziemlich solide. Und das machen wir jetzt erstmal bei allen vier. Und dann sehen wir uns wieder. So, um das Ganze ein bisschen zu verschönern, nehmen wir uns ein Stück Chirodur. Ich habe hier ein 13,5 mal 11 mal 5 Zentimeter großes Stück, welches wir dann für den Standfuß vorbereiten werden. Wir haben ja hier, das ist ja unser Teil, und der soll dann hier so dran. So, und dafür ist es die richtige Größe, aber wir wollen den natürlich ein bisschen verschönern. Das heißt, wir tun die Kanten abnehmen, das Ganze noch ein bisschen anschrägen. Das heißt, ich werde hier im 45-Grad-Winkel jeweils die vier Kanten wegnehmen und dann noch von oben nach unten das Ganze verjüngen. Das zeige ich euch mal. Und zwar so sieht das Ganze dann aus. Dann sind die Schrägen ab. Dann ist das Ganze hier seitlich verjüngt. Und das erkennt man ein bisschen. Und wenn wir dann jetzt das Teil darauf anbringen, sieht das Ganze in etwa so aus. Dann geht das hier unten leicht schräg weg und hat dann eine schöne Optik. Das machen wir jetzt fest. Bei allen vier, für alle vier. Und dann geht's weiter. So, im nächsten Schritt haben wir jetzt das neue Bodenstück, die Chipsdose und das hintere Teil miteinander verbunden. Das sieht dann so aus. Und das ist dann quasi der erste Standfuß. Davon haben wir dann logischerweise vier Stück gemacht. Die wir dann in den Seiten aufstellen können. Und jetzt kommen wir zu ein paar Details. Und zwar wollen wir an den Standfüßen, die wollen wir etwas verschönern. So sieht das ja noch nicht besonders aus. Das muss eine Oberfläche, die metallisch aussieht, die Tiefe hat, muss in irgendeiner Art und Weise angedeutet werden. Das machen wir jetzt mit Pappe. Und zwar schneiden wir da uns mit Pappe, ich habe hier einfach so stinknormale Pappe, einfach ein paar Streifen zurecht.
Mal streifen und den bringen wir auf das Teil auf. So, hier so. Das machen wir mit dem Stecknadeln fest. Und das Holzlein, so in etwa. Und das machen wir jetzt an mehreren Stellen. Das heißt, wir gehen jetzt vor, Stück für Stück, an manchen Stellen diese Ornamente, Vertiefungen, Erhöhungen anzubringen, dass es halt ein verschachteltes Muster ergibt.
sieht das jetzt grundiert aus. Das sind jetzt die grobe Form von dem Ganzen. Und wie gesagt, es ist nur grundiert. Das Ganze werden wir jetzt noch ein bisschen brushen mit Weiß, damit es so einen schönen Effekt bekommt. Die tieferen Stellen werden wir mit Nun Oil bearbeiten, dass sie noch so ein bisschen abgesetzt sind. Man kann natürlich auch mit anderen Farben arbeiten, aber wir haben es gerade da, also nutzen wir es auch. Und dann tun wir natürlich noch die kleinen Details, wie hier den Computer und so weiter, die werden dann noch angemalt. So sieht das dann gebrushed aus und mit Null Oil die Linien noch ein bisschen nachgezogen, also die Vertiefungen. Wir haben dann auch hier vom Licht her, der Kamera fängt es, glaube ich, einigermaßen gut ein. Die haben wir so ein bisschen bearbeitet mit Farben und angemalt. Oder auch hier, da, und so Kleinigkeiten. Hier haben wir eine Tür reingebaut. Und so ist das schon vollkommen ausreichend für das, was wir vorhaben, die Landeplattform. Man kann natürlich jetzt noch Rosteffekte reinbauen, Gras drauf anbringen oder sonst irgendwelche Effekte und Kleinigkeiten. Aber wir finden, der Standard reicht für ein gutes, schön aussehendes Gelände. Es soll ja eine Art Tabletop-Standard-Gelände-Bemalung, würde ich mal sagen. Und für unsere Zwecke vollkommen ausreichend. Da wir die Platte ja sowieso auf mehreren Ebenen benutzen, ob Gras, Wüste, anderen Planeten oder in Eis, ist das Schlichte tatsächlich sogar noch besser, weil es variabler ist. Ich habe jetzt hier ein paar Bilder für euch, damit ihr euch das mal zusammengebaut ansehen könnt, euch eine kleine Vorstellung machen könnt, wie das Ganze aussieht, wenn es fertig ist, und wünsche euch dann noch viel Spaß beim Bilderschauen. Hallo Leute und willkommen zurück vom Basteltisch. Ich hoffe, wir konnten euch inspirieren, euch Ideen geben, euch Lust geben, einfach zu basteln und euch mal wieder an die Arbeit zu setzen. Wenn das der Fall ist, haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Und wenn euch das Video gefallen hat, hey, dann gebt uns ein Like, abonniert unseren Kanal, klingelt das Glöckchen, damit auch ihr keine weiteren Videos verpasst. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.